Willkommen in Potters Bluff. So, da sind wir wieder. Wieso wieder? Ach so, ja, naja. Na klar. Ach so, ja. Na, hallo erstmal, oder? Wollen wir nicht erst eine Introduction machen? Ja, hallo, hier sind wir wieder bei der Movie Night. Keine Ahnung, das müsste jetzt Nummer 18, 19 oder sowas sein, ich habe keine Ahnung mehr. Ja, was haben wir denn heute für ein schönes Programm? Willst du schon was verraten oder willst du nur so? Ich habe das Gefühl, es wird sehr, sehr Slasher-lastig. Ja, also wir werden heute wahrscheinlich viele ältere Horrorfilme schauen. Also wer das nicht mag, der soll am besten jetzt sofort abschalten. Schalt ab! Nein, wir werden viele ältere Sachen schauen und hoffen, dass wir ein oder zwei vielleicht kleine versteckte Perlen... Genau. Deswegen wollen wir Sachen nicht mehr lang rumdäken und gleich anfangen mit dem ersten Film. So, das war Film Nummer 1. Erste Perle gefunden. Naja, mehr oder weniger. Open House Killer. Open House. Ich glaube, wie war der Titel? Kommen Sie rein und sterben Sie, irgendwas komisches. Ja, das ist ein Slasher von 1987. Extrem selten. Also Deutschland gibt es den, glaube ich, gab es den nur mal auf einer übelst gekürzten VHS und eben im Kino. Aber ganz kleiner Verleih. Und ja, ich habe wieder auf ominöse Wege eine Kopie bekommen, mit deutschem Ton sogar. Und ja, es ist eigentlich das, was man auch davon hält. Es ist ein dummer Slasher eigentlich. Ja, es ist halt wirklich 0815, aber der hat wirklich gute Kills. Ja. Und der macht einfach Spaß. Aber wie gesagt, er ist halt wirklich dämlich. Kein guter Film. Er ist dämlich, er versucht wirklich ernst drüber zu kommen, ist aber wirklich, naja, sehr grenzwertig. Naja. Aber es macht Spaß halt. Ja, also wie gesagt, Slasher-Fans beurteilen wir auch komplett anders. Also Slasher haben immer einen extra Bonus, da geht man nicht so ran wie bei anderen Filmen, nicht so hart vor allen Dingen, weil da hast du so ein weiches Herz dafür. Also gehen wir mal ran. Story, ja, es ist eigentlich sogar ein kleiner, cooler Twist, finde ich. Also es ist ein Slasher, also ein Killer, der sich wirklich auf Maklerinnen festgefahren hat. Also er tötet nur Maklerin von reichen Gebäuden. Das wird am Ende auch aufgeklärt in sehr dubioser Art und Weise. Und die Figuren sind allesamt langweilig und uninteressant eigentlich. Man hat eigentlich keinen Bock, denen zuzuschauen. Aber die Kills gibt's nicht viele. Aber die, wo gezeigt werden, sind schon auch sehr lange vor allen Dingen. Also der Mord wird ziemlich ausgewalzt, was eigentlich relativ untypisch ist. Meistens geht ja fix der Mord und dann ist so. Aber hier gibt es tolle Szenen mit einem Pümpel, der umgebaut wird mit Rasierklingen. Ja, also sehr kreativ gemacht. Ja, und dann gibt es eine ziemlich sadistische Szene mit Elektrodrähten. Ja, also aber ich glaube, das war auf dem Video, hat das alles gefehlt. Das ist der einzige Legitimationsgrund, diesen Film eigentlich noch zu gucken. Atmosphäre war okay, man hat ein paar schöne Häuser gesehen, ein paar schöne Frauen. Ja, Musik war auch okay. Also es ist halt so ein ganz, ganz stupider Slasher, der eigentlich ein bisschen schlecht, also eigentlich schlecht ist, aber durch diese Kills kann man es halt gucken. Sie versuchen noch zwei, dreimal so ein bisschen Gesellschaftskritik mit reinzubringen. Ja, aber es ist sehr, sehr hanebüchen. Ja, auf so eine Art und Weise, wo ich mir ja, alles klar. Aber naja, was soll's. Ist halt ein Slasher-Film, ne? Ja, und also... Gehst halt nicht hin und erwartest, keine Ahnung, Ingmar Bergman oder so. Genau, und aber auch für Slasher-Fans ist jetzt nicht einer der besten... Es ist kein Slasher, den ihr gesehen haben müsst, also da habt ihr nichts verpasst. Ist ja auch relativ später, 1987, das ist ja schon nicht mehr in der Hauptwelle gewesen. Aber dadurch ist er wahrscheinlich auch ein bisschen härter in manchen Sachen. Ja... Das war es zu Film Nummer 1. Empfehlen kann man ja eigentlich nicht wirklich, aber er kriegt ihn auch eigentlich nicht. Das ist eigentlich ein ziemlich rares Teil. Ich glaube, ja, keine Ahnung, was das hier für, wo das her ist. Keine Ahnung, das kann ich mir nicht erklären. Das war einfach im Kino, ist einfach angegangen. Keine Ahnung. Naja, aber wir haben jetzt noch einen zweiten Slasher-Film, den haben wir beide jetzt nicht gekannt. Den zweiten kennen wir auch nicht und da bin ich auch mal gespannt, wie wir den finden. Bis gleich. So, das war Slasher Nummer 2. New Year's Evil. Auch bekannt unter dem Titel Rocknacht des Grauts. Ein Canon-Film von 1981, der am Silvesterabend spielt, bei dem ein Killer im Radio ankündigt, dass er immer, wenn eine Zeitzone das neue Jahr einläutet, einen Menschen töten will. Wie viele Zeitzonen gibt es eigentlich? Ich glaube 4 oder 5. Ne? USA hat 6 Zeitzonen. 6 Zeitzonen. Genau.
Was die ganze Sache echt interessant macht. Also ich habe das vorher noch nie, dieses System so, finde ich eigentlich echt gut gemacht. Also das ist ein interessanter Ansatz mal. Ja, genau, das wollte ich damit sagen. No. Das ist jetzt kein Slasher, der sich einen Dreck darum kümmert, die Identität des Killers geheim zu halten, sondern man ist eigentlich immer mit Schritt und Tritt auf seinen Spuren dabei Also man von sieht dem den. Killer. Also man weiß von vornherein, na nicht ganz von vornherein, aber man weiß, wer es ist Wird schon im und ersten Drittel klar. ja, genau. Und man begleitet ihn dann sozusagen auf seiner Jagd. Genau. Ja, ist Canon-Produktion, wie gesagt. Aber ich glaube, die haben den nur größtenteils aufgekauft. Das war von jemand anders produziert. Aber ja, wie gesagt, war ein bisschen auch nicht so der Bringer, finde ich. War nicht schlecht. Man hat auch einen Twist im Film, wo man wirklich denkt, das hat man nicht kommen sehen. Dann so eine kleine Verzweigung noch zu einem Sohn. Die Morde sind allesamt, ja, okay. Also die sind jetzt nicht, also man sieht eigentlich null Gore eigentlich. War schon sehr zahm. Ja, also Ja. da geht nicht viel mit Gewalt. Und das Komische aber hat so ein bisschen Art für schwarzen Humor so ein bisschen, ne? Also wenn man dann halt sieht, als was er sich verkleidet und so, was er macht, um die Opfer zu kriegen. Und ja, und man ist halt irgendwie komischerweise teilweise auf der Seite vom Killer, weil man denkt, na, schafft das auch noch rechtzeitig, die Ja, Leute umzubringen? Das war schon weil komisch. es wird ja gleich das neue Jahr eingeleitet in der neuen Zeitzone und Ja. oh, das wird knapp jetzt und so. Ja. Genau. Aber ist auch kein Film, wo ich sagen müsste man sehen, oder ist ein verstecktes Meisterwerk oder sowas, würde ich nicht Nee, sagen. Meisterwerk nicht, Ja, aber oder keine absolute Perle auch nicht. Das ist für Slasher-Interessierte mal, Komplettisten ist das mal interessant, den gesehen zu haben. Aber ich glaube auch nicht für die breite Masse. Ja, die Mucke hat mich auch ein bisschen genervt im Film, diese komische Rockbands da. Also das war nicht so sehr tolle war nicht so Musik. schlecht, fand ich die Musik ehrlich gesagt gar nicht. Ja, gut. Die hießen, glaube ich, wie hieß die Band? Die Made in Japan hieß Made die in Band. Japan, nicht Genau. Big in Japan, sondern Made in Japan. Genau. Und die Frau, die immer angerufen wird und bedroht wird, das ist sozusagen diese Hostess, die durch diesen Silvesterabend führt. Die wird da bedroht. Genau, die Auflösung wollen wir da nicht verraten. Ja, ist eigentlich ein bisschen untypischer Slasher, eben weil man halt diesen Killer die ganze Zeit begleitet und wird halt kein Hehl draus gemacht, genau. Ja, gibt's auch nicht auf DVD oder Blu-ray in Deutschland. Ich glaube, in USA gibt es eine Blu-ray und in Deutschland gab es nur eine gekürzte VHS. Es gab eine VHS, eine ungeschnittene, aber es gab auch drei geschnittene Auflagen. Haben Sie denn da geschnitten? Der war doch jetzt eigentlich null. Ja, also Ja. früher, die Schnitte kann man nicht nachvollziehen. Also das ist teilweise Zeug, wo du heute sagen würdest, dass Also der würde heutzutage locker eine 16 kriegen. fast, Locker. ja, ich Also. glaube sogar, würde an der 12 fast dran stramm. Also den kann man auf jeden Fall mal schauen. Jetzt als Horrorfilm interessiert er gerade bei alten Sachen, aber so neuere Generationen, ich glaube, die werden den nicht. Nee. Ne. Ebenso wie Open House. Den übrigens auch, weil wir es vorhin erwähnt haben, nicht erwähnt haben. Adrien Barbeau spielt mit. Das haben wir vorhin nicht erwähnt. Als Sexgeile. So ein Ja, bisschen. Mary Lou, ja. Genau. Ja, das war Slasher Nummer 2. New Year's Evil. Es ist auch, glaube ich, der einzige Slasher, der an Silvester spielt. Also jeder Feiertag wurde eigentlich abgearbeitet. Und auch nicht Thanksgiving, was viele denken, von Eli Roth. Er hat ja gesagt, das war der einzige Feiertag, der nicht abgehandelt wurde, aber der wurde abgehandelt in Na hier, mit This Year It's Not Cranberry Cranberry Sauce. Sauce. Na, wie heißt er? Mann. Titel vergessen. Rage? Nee. Nee. Blood Rage. Blood Rage. Blood Rage, genau. Da wurde eigentlich auch was auch an Thanksgiving. Okay, das war's von Film Nummer 2. Film Nummer 3 wird kein Slasher, aber denke ich auch ein Horrorfilm. Bis gleich. Dieses unnütze Wissen immer. Film Nummer 3. Wir sind zurück und haben gesehen Incubus. Ein Horrorfilm von 1982 von John Hawe, dem wir schon den grandiosen, einen der besten Horrorfilme zu verdanken haben, Landhaus der toten Seelen, Burnt Offerings. Hier mit einem ganz komischen Horrorcast, nämlich John Cassavetes spielt die Hauptrolle, was total krass ist. Also gut, er hat ja schon einen Horrorfilm gemacht, Rosemary's Baby, aber ansonsten war er eigentlich ziemlich, er macht ja ganz, ganz andere Filme. Ja, worum geht's? In der Stadt werden. Ich würde überhaupt nicht ganz so viel verraten, eigentlich. Okay, nur ganz grob. In der Ja. Stadt geschehen verschiedene Sexualmorde und ein Gerichtsmediziner in der Stadt versucht, dem Ganzen auf die Schliche zu kommen. Mehr wollen wir auch eigentlich nicht verraten. Ich Richtig. meine, der Inkubus,
suggeriert ja, dass eigentlich ein bisschen mehr passiert als nur das übliche Stalk and Slash. Ist auch kein Slasher, wie gesagt. Ist eigentlich ein ziemlich guter Mystery-Horrorfilm, würde ich sagen. Genau, vor allem Mystery. Der extrem spannend ist, toll ausgeleuchtet ist. Wie gesagt, John Cassavetes hat Hauptrolle, ist halt, der hat einen Blick drauf manchmal, da weiß man nicht, wie es ist. Der ist ein komplett Kirrer einfach. Ja, man weiß echt nicht, wie man dran ist bei ihm, ob er jetzt, der guckt manchmal mörderisch, manchmal lustig und du kannst dich auseinanderhalten. Ja, was willst du noch dazu sagen? Also ich bin sehr beeindruckt von dem Film, ich würde den sehr empfehlen. Ja, der hat auf jeden Fall großartige Kamerafahrten auch, das muss man hier definitiv erwähnen. Also was ich auch noch nie in irgendeinem anderen Film gesehen habe, zumindest nicht bewusst. Und wie gesagt, der hat auch wirklich großartige Maskeneffekte auch. Auch die ganzen Gore-Effekte und sowas fand ich schon ziemlich gut gemacht. Sind rar gesät, aber wenn sie kommen, sind sie heftig. Ja, und auf jeden Fall auch das Finale, das hat es auch wirklich in sich. Und das lässt einen dann auch wirklich so mit einem Punch in den Bauch zurück, so richtig deftig einfach, finde ich. Genau. Kennt man ja auch von Landhaus der Toten Seelen, wo alles auf einen finalen Moment hingipfelt und dann ist es halt echt krass. was kann man noch sagen? Ja. Wird eigentlich wirklich gar nicht so. Nee, zur Handlung meine ich gar nicht. Ich meine, die machen alles toll, man ist die ganze Zeit drin, man ist wirklich interessiert, wie es weitergeht, es ist spannend. Es ist halt so eine coole Mischung, wie ich sagen würde, aus neueren Horrorelementen von der Neuzeit und halt auch so ein bisschen Oldschool-Filmmacherei, was mir halt sehr gut gefällt sowieso. Und ja, also Incubus ist wirklich ein Blick wert für jeden Horrorfan, der ist wirklich echt gut. Und wird Zeit, dass da mal eine offizielle DVD erscheint. Es gibt halt eine Bootleg-DVD in Deutschland und ich glaube aber auch noch keine Blu-ray weltweit. Deswegen hoffe ich, dass sich jetzt jemand hier, sich das anschaut, was weiß ich, Turbine oder Wicked Vision oder sonst wer die den hier mal nach Deutschland holen und ordentlich rausbringen. Film ist auf jeden Fall wert, wiederentdeckt zu werden, neben dem ganzen Käse, der sonst alles erscheint auf Blu-ray und DVD. Ja, genau, im Mediabook. Genau. Ja, ich hätte auch gerne Mediabook. Und wir machen eine kleine Pause, essen was und dann gehen wir zum nächsten Film, ne? Genau. Gut, bis gleich. So, das war Film Nummer 4. Wir haben Besuch gekriegt. Hallo Marc. Hallo. Er ist genau richtig gekommen, wo wir über den Film vielleicht gar nicht sprechen dürfen, weil er ist Kinshite. Verbotene Themen. Ja. Was sagt man zu so einem Film? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Moralisch an vielen Ecken an der äußersten Grenze eigentlich. Also das war Charles Browns letzter Film aus den 80ern. Wieder J.D. Thompson Regie, der ja auch so viele andere 80er-Jahre-Filme von ihm begleitet hat. Und 70ern. Ja. der Film startet schon sehr interessant, indem Bronson einem Gangster mit einem Dildo zu nahe rückt, sage ich mal so. Das war nur der Auftakt zu einem ziemlich perversen Film, in dem so einen Kinder-Prostituierten-Ring geht sozusagen oder einen Teenager-Prostituierten-Ring, in dem Bronson aufdecken will und dem beide noch eine Menge Rassenhass loszuwerden. Chris, du bist ja nicht so der Bronson, wie heißt das? Du bist nicht so der Bronson-Connoisseur bis jetzt. Und das war jetzt dein erster Schwung in dieses Thema. Ich habe dir auch gleich einen super Film rausgesucht zum Einstieg. Wie fandest du ihn? Ich muss zugeben, Bronson hat sich direkt in mein Herz geschossen. Nee, aber es war schon ein guter Actionfilm, muss man sagen. Also eigentlich weniger Action. Eigentlich war Thriller, das war mehr so am Ende des Films mehr Action, aber so war es mehr so Thriller und so Unwohlsein. Also so, das ist ein gutes Stichwort. So richtig, richtig derbe, halt mit diesen ganzen Prostitutionsringen und so, das ist halt echt hart mit anzusehen, das muss man schon zugeben. Also ich finde diese ganzen Filme aus den 80ern mit Bronson, die haben ihre eigene Atmosphäre. Also das ist jetzt nicht irgendwie ein Film, wo ich sagen würde, kann ich mit jedem anderen Actionfilm vergleichen. Es gibt wenig Leute, die so eine Filmatmosphäre erzeugen können. Vielleicht noch Harvey Keitel. So dass, also sehr Bronzo-esque. Ja. War auf jeden Fall ziemlich sleazig und eklig und so, keine Ahnung. Der Dealer, der Duke war richtig eklig. Bronson lässt ihn auch in einer Szene seine goldene Armbanduhr fressen. Das war auch sehr interessant.
ist die Uhr. Ja, dann gibt es eine Szene, wo ein japanisches Mädchen entführt wird und auf einer Party rumgereicht wird und man sieht eigentlich keine grafischen Details, aber wie die gucken, was die machen, das ist einfach wirklich, das ist mies. Und du wünschst dir einfach nur, dass Bronson reinkommt und alle wegfetzt. Ja. Den Film fallen auch für unsere heutigen Ohren natürlich harte Sätze, wie zum Beispiel das Mädchen wurde ja nur angefasst, sexuelle Belästigung ist mir da schon ein bisschen so harter Begriff. Also schon harter Tobak, ja, da gibt man die typischen 80-Jahre-Sachen dazu, der angepisste Polizeichef Bronson nimmt alles selbst in die Hand und ja, aber am Ende wird doch der Gerechtigkeit Genüge getan. Ja. Also es gibt in dem Film auch keine starke Frauenrolle. Die Frauen sind einfach wieder nur Beiwerk, das ist so eigentlich in jedem Macho-Kino. Ja, es ist eigentlich in jedem 80er-Jahre-Bronson-Streifen so, dass die Frauen Beiwerk sind, möglicherweise noch einen Tod haben, der irgendwie zur Story beiträgt, aber das war's. Ja. Ja. Aber dennoch kann man Kinchite, Forbidden Objects, doch, Subject, Entschuldigung, ich möchte es gar nicht sagen, aber ich würde ihm schon eine Empfehlung aussprechen, also ich finde den unterhaltend. Ich gebe ihm 4 von 5 Kinchite. keine Ahnung, er ist moralisch natürlich äußerst fragwürdig, aber ja, Bronson knows best, ne? Also ihr könnt euch den ruhig reinziehen, wenn ihr Bronson-Fan seid und alle anderen seid gewarnt. Und wieder zurück zu alten Werten, würde ich sagen, ne? Ja. So, nach dem moralisch einwandfreien Kinchite haben wir jetzt den Vogel abgeschossen. ein Moralstück von allerfeinster Sorte. The Choir Boys, die Chorknaben von Robert Aldrich von 1977. Ja, was geht's? Das ist eine sehr gute Frage. Ich versuche das mal in Worte zu fassen. Also, es geht eigentlich nur um ein Polizeiteam. Und die werden so begleitet und die werden sind halt immer 2 Leute pro Streifenwagen und ja, die werden halt begleitet und noch weiß keiner, worum es wirklich geht. Ja, von einem Tatort zum anderen geschickt und ja, so eine wirkliche Handlung oder roter Faden, den gibt es leider nicht, bis auf vielleicht die letzte halbe Stunde oder so, wo der Film dann umschlägt und wird ein bisschen ernster und die ersten 1,5 Stunden ist eigentlich wie Police Academy, halt nur nicht ganz so dämlich, aber ja, ist halt moralisch sehr fraglich alles und so und ist auch trotzdem witzig. Ja, was kann man sonst noch dazu sagen? Ja, also die Figuren werden halt liebevoll gezeichnet. Also es ist wirklich... James Woods spielt übrigens mit und Charles Durning und Louis Gossett Jr. und so weiter. Und ja, es werden eigentlich alle Klischees durchgezogen. Der Film ist extrem sexistisch, teilweise ein bisschen rassistisch, teilweise, also die Schwulen werden auch nicht gerade gut verhandelt in dem Film. Ja, Marc. Ja, also es gibt wenige Momente, wo man sagen kann, es menschelt etwas, aber... Ja, es ist schwierig zu definieren, was wir da gerade gesehen haben. Bedingt als Film zu bezeichnen, der eine Story hat. Schauspieler sind gut, aber ich bin ganz ehrlich gesagt nicht dahinter gestiegen. Randy Quaid ist nur besoffen. Burt Young hat die absolut räudigste Rolle von allen. Ja, also muss sagen, ich war die ersten 1,5 Stunden verwirrt von dem Film, zutiefst verwirrt und habe Probleme gehabt, reinzukommen. Es war immer mal lustig und skurril, aber so, worum es geht, erschließt sich einem in der letzten halben Stunde vorher. Vorher ist es einfach nur mit ein paar Leuten rumhängen, mit denen du eigentlich sonst im wahren Leben nicht rumhängen würdest. Vielleicht sollte auch einfach nur die Realität darstellen, wie es halt so in Polizeirevier und so zugeht. Das kann natürlich auch sein. Also, es war wahrscheinlich sehr weit hergeholt, aber sehr stark übertrieben dargestellt. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Es sei denn, man ist Polizist. Ja, gibt auch sehr schöne Sprüche wieder in Richtung Sexismus und so weiter. Und
Puh, ja, da ist auch eine Privatparty da bei ihm daheim. Da, das geht alles nur drunter und drüber. Man kommt, das echt erzählt. Man kommt gar nicht drin raus eigentlich, was das geht. James Woods versucht zwei Nutten dingfest zu machen bei der Sitte. Das ist auch eine herrliche Szene, wo die Alte einfach nur die ganze Zeit labert und rumschreit und Alter, das war die schlimmste Szene. Oh, unangenehm, ich wollte nur, dass die auch dann steigt er aus und hat so einen Hemdschniepel. Also das ist James Woods feinste Stunde hier, die Chorknaben. Vom Regisseur von Was geschah wirklich mit Baby Jane und das dreckige Dutzend kommt, die Chorknaben. Sehr interessanter Film. Vom dreckigen Dutzend war der, ja? Ja, ja. Ah, okay. Ja. Milieukomödie, keine Ahnung. Super Film, kann man machen. Ja, auf jeden Fall auch wieder mal nicht erhältlich irgendwie in Deutschland. Zwar auch nur eine, das ist hier nur eine ganz komische Kopie, die einfach losgegangen ist. Wir wussten nicht, wo sie herkommt. Mit komischen VHS-Ton. Ja, für alle Freunde, die es ein bisschen derber mögen, würde ich sagen, und politisch absolut unkorrekt. Also sowas heutzutage vorzulegen, da werden sie einiges rausstreichen. Ja, Ich wollte auf jeder Gentrification-Veranstaltung gespielt werden. Auch ein ganz tolles Porträt eines Homosexuellen im Park. Oh Mann. Ja, die Chorknaben sind wirklich, also laden ein so, wie hieß das, Chorstunden? Nee, Chorprobe. So, Chorprobe. Ich kann es jedem nur... Den Film hat aber nie jemand gesungen. Nee, ich kann den Film nur wärmstens empfehlen. Yeah. Gut, wir gehen zum nächsten Film. Ja, werden die beiden noch rätseln? Rätseln über den tieferen Sinn von dem Film, den wir gerade gesehen haben, Bloody Pompoms. Ja, wir haben den Film Bloody Pompoms geguckt. Cheerleader Camp des Grauens, wenn mich nicht alles täuscht. Oder? Ein tödlicher Wettkampf steht hier drauf. Und die tödlich. Also, es ist ein Slasher. 1988. Es geht um Cheerleader in den Cheerleader-Camp und dann werden welche umgebracht. In der Hauptrolle ist Betsy Russell. Das ist die Frau vom Jigsaw. Mhm. Und George Buckflower spielt auch mit, wieder mal als komischer Penela. Ja. Wir hatten ja vorhin schon die Slasher-Wertung eingeführt. Also ein Slasher wird bei uns nicht mit den gleichen Maßstäben bewertet wie ein normaler Film. Beim Slasher wird bewertet Kreativität der Kills, Figuren, Stimmung, also Spannung und halt vielleicht Besonderheiten. So, Besonderheiten hat der Film eigentlich keine, finde ich. Das war so ein typischer Slasher. Kills, zwei gute. Die waren aber auch recht deftig, muss ich sagen. Ja, Figuren waren alle scheiße, aber waren ziemlich scharfe. Ich meine, es waren sehr hübsche Mädchen dabei. Und ich habe mich zwar mit Marc gestritten, wer schöner ist, Pam oder Allison, aber das kann dann jeder für sich selber entscheiden bei den mehrfachen Sichtungen von Bloody Pompoms. Ja, ganz so schlecht fand ich den jetzt nicht wie Christian, aber Christian... Nicht schlecht. Ich habe nicht gesagt, dass es schlecht. Ich habe gesagt, für Slasher-Verhältnisse, also Slasher... Von den Slashern, die wir heute geguckt haben, hat der mir am wenigsten gefallen. Achso, okay. Ja, Christian kennt ja unzählige Filme und unzählige Slasher. Dafür habe ich ein sehr langweiliges Leben geführt. Und ich glaube, ich bin da ein bisschen leichter zu beeindrucken und mir hat er eigentlich echt viel Spaß gemacht und eine klare Empfehlung gibt es von mir, definitiv. Und was sagt der Marc dazu? Ich muss dazu sagen, dass Marc ist kein wirklicher Horror-Nerd. Also es muss, wenn es um Slasher geht, muss es gut sein. Dann muss die Stimmung glaubhaft sein oder er muss auf eine Art witzig sein, dass ich da auch drüber fange. Aber der Film ist für mich, ich komme da nicht mit zurecht. Sorry, das ist für mich kein... Man muss hier nicht Bloody Pompoms verteidigen. Nee, es ist für mich so, ich bin da nicht reingekommen von der Stimmung her. Das ist alles nicht gruselig für mich. Ja, aber auch nicht wirklich witzig. Ich wollte nur sagen, das ist auch der größte Kritikpunkt an dem Film, dass der eigentlich zu keiner Zeit Stimmung oder Spannung aufbaut. Also es geht eigentlich fast immer nur um diese Cheerleader-Scheiße da und wer mit wem zusammen ist. Aber so richtige Spannungsszenen oder richtige Mod-Aufbau hat man nicht, weil die Modde, wenn die kommen, sind sauschnell. Und naja, na auf jeden Fall, ja, das,
das versucht ja gar nicht irgendwie Spannung aufzubauen, erst in den letzten paar Minuten und dann ist halt wieder diese vollkommen, naja, ist halt ein Slasher, ne? Ich bin nicht. Naja. Kann man gucken, muss man. Kann man gucken, wenn einem wirklich langweilig ist und man kein Leben hat. Muss man nicht gucken. Sollte man nicht gucken eigentlich. Gar nicht im Kino. Doch, das ist schon wieder cool. Nee, also, wenn man jetzt da sitzt und ein bisschen dazu labert und so, ist das nicht schlecht. Das ist halt ein Slasher, ne? Ja. Kann man mal gucken. Also wirklich, Slasher-Fans gucken sich an, alle anderen gucken sich lieber Mona Lisas Lächeln an. Gut, ja, da meine zwei Mitstreiter wieder im Arsch sind, weil, ach naja, ist egal. Auf jeden Fall, wir machen jetzt Schluss. Habt ihr noch irgendwelche abschließenden Worte, ihr beiden Chorknaben? Ich möchte noch mal was ins Mikrofon sagen, was mir sehr am Herzen liegt. Bloody Pompoms. Nein. Ja. Wir verabschieden uns und ich wünsche euch noch jede Menge Charles Bronson-Träume. Ja. Macht's gut. Ciao.